Zufällig haben wir gerade ein Fläschchen da, erklärte Scarlett und zauberte pfeilschnell eine mit einem Turm aus übereinander gestülpten Pappbecher gekrönte Astis bromante Flasche hinter ihrem Verstärker hervor. Die Spooky Verona Freak Show ist eine junge, aufstrebende Band, der auf dem Weg zum großen Durchbruch nur noch eins fehlt, nämlich der richtige Bassist. Bislang besteht die Band nämlich nur aus den Gründungsmitgliedern Vicky und Scarlett sowie aus Nico, dem Schlagzeuger, der zum Essentreffen mit den Gründungsmitgliedern zwar nicht seine Sticks mitgebracht hat, dafür aber einen Sparkassenbeutel, in dem sich seine Hausschlappen verbargen und auch seinen dreibeinigen Hund, den kleinen Seifert. Die Lieder kommen auch unterschiedlich gut beim ganz durchwachsenen Publikum an. Eins davon heißt Razorfuck und das möchten wir jetzt kurz vorstellen. 1, 2, 3, 4. Außerdem mit von der Partie ist Christian, der transsilvanische Trompeter. Die Band hat auch Hits mit Namen wie A Swarm of Flies is Dwelling Over St. Petersburg oder auch Offending the First One in F&G. Wollen wir jetzt vielleicht mal was spielen, fragte Scarlett und griff motivierend nach ihrer scheußlichen Fender-Kopie. Wir können ja erstmal mit was Leichtem anfangen, schlug Christian vor und erhob sich, zum Beispiel Offending the First One in F&G, das besteht nur aus 2 Akkorden. Unser Hit ergänzt sich. Einer unserer vielen Hits, korrigierte Scarlett. Außerdem sind es 3 Akkorde. Haha, lachte der Trompeter. Wo soll der dritte denn wohl sein? Ganz am Schluss log Scarlett. Das ist ja im Grunde schon mal gar nicht schlecht, aber ein Bassist wird immer noch vermisst. Denn sonst darf die Band nicht auftreten auf dem Milliways, dem größten Festival des Untergrunds. Also machen sie sich auf die Suche und erleben Abenteuer und machen Bekanntschaft mit dem 1. bis 9. Manche haben auch einfach keinen Namen. Zum Beispiel der Sechste. Der Sechste riecht nichts. Der Sechste roch nichts. Mann, beschwerte sich Christian und verzog das Gesicht. Stinkt das hier wieder? Es kommt vielleicht von der Heizung, spekulierte ich. Wieso? Fragte der Sechste. Wonach riecht es denn? Es hätte uns gleich stutzig machen sollen. Und der Dritte oder Vierte fängt immer an zu singen, wenn er Vickys Schwester Clara sieht. Und zwar das Lied. Oh, Donna Clara! Genau. Scarlett raffte ihren langen, oben schmal geschnittenen und unten glockenartig auslaufenden Rock, bückte sich und setzte dem Styroporkopf ein 40er-Jahre-Mädchen auf. Da kam die Fotografin mit 2 Baustellenlampen hereinmarschiert. Sie war klein, blond und trug einen drastischen Undercut. Nachdem sie die Lampen eingestöpselt hatte, tauchten sie den gewölbeartigen Kellerraum in gleißendes Licht. So, Kinder, sagte sie, seid ihr soweit? Das ist schwer zu sagen, es gibt eigentlich keine typischen Proben. Frau Rensig nahm den Becher wortlos entgegen. Trinkt ihr nichts? Fragte sie. Nein, sagte Nico, ich grundsätzlich nicht. Nein, fragte Frau Rensig und bedachte den langen, biegsamen Schlagzeuger mit einem interessierten Blick. Nein, wiederholte Nico. Ich schon, lächelte Scarlett sehr nett, füllte 3 weitere Pappbecher mit der geistigen Erfrischung und teilte sie zwischen Christian, mir und sich selbst auf. Es geht insgesamt hoch her. Man braucht trotzdem keine Angst haben. Es gibt keine Altersbeschränkungen. Es wird nicht sehr körperlich und auch fließt wenig Blut. Dafür umso mehr Schweiß und es wird laut. In erster Linie aber fließt sehr viel Schnaps. Es fließt auch viel Schnaps. Bah, machte sie, mir war gar nicht mehr bewusst, wie abartig das Zeug schmeckt. Warum hast du es dann gekauft? Erkundigte sich Nico spitz und jonglierte mit seinen Sticks, bis sie ihm nach wenigen Sekunden bereits aus der Hand fielen und er sich ächzend bückte, um sie wieder aufzusammeln. Ich habe es nicht gekauft, erläuterte Scarlett, ich habe es geschenkt bekommen. Von meiner Nachbarin, einer Muslimin, sie trinkt aus religiösen Gründen nicht. Christian nippte am Spumante und verzog angewidert das Gesicht. Wirklich schlimm, bestätigte er.
Vorübergehend befürchtete ich, dass der Rest der Band, Nico natürlich ausgenommen, schneller besoffen sein würde als Frau Rensig, doch diese Furcht stellte sich als unbegründet heraus. Denn als Frau Rensig ihre anfängliche Skepsis dem Getränk gegenüber überwunden hatte, leerte sie ihren Becher in nur 2 Zügen. So kam es, dass wir den Inhalt der Flasche zu viert in Windeseile vernichtet hatten. Tumult, Obsession, Freizeit, Vergnügen, Spannung, Kultur. Ich würde sagen, in erster Linie Kultur. Ziel ist es, zum Nachdenken anzuregen. Ja, die Investition ist es wert. Ist ja nicht teuer. Ich kann leider ebenso wenig Gitarre spielen wie Scarlett. Vielleicht noch weniger. Man kann demnächst auch T-Shirts sich anschaffen. Solche. Und damit sich in das Nachtleben zum Beispiel hineinbegeben. Oder zum Vorstellungsgespräch oder zum Verwandtenkaffee trinken. Alle freuen sich immer, wenn sie dieses Motiv sehen. Ja, wer also Lust hat, 4 sympathische Helden zu treffen, wieso eigentlich 4? Mindestens 4. Wer also Lust hat, verschiedene sympathische Helden kennenzulernen in der Fantasie, der ist herzlich eingeladen, dieses Buch zu lesen.